Herzlich willkommen zum ersten Shootout der Tablet-Betriebssysteme. Heute haben wir alle vier heute relevanten Tablet-Betriebssysteme mal auf einem Tisch vereint. Wir haben hier Android in der Version 4.0, wir haben hier iOS, wir haben hier TabletOS von BlackBerry und wir haben Windows 8 und zwar schon die Final Version. Kommen wir zuerst mal zur Hardware. Auf was für Geräten läuft das Ganze? Das hier ist ein Hewlett-Packard Touchpad, was es vor einem halben Jahr für $150 im Fire Sale gab. Wir haben hier ein iPad 3, das Playbook in der kleinen 16 GB Variante und ein Prototyp von Intel für Windows 8, also für Tablet, ist in etwa die ExoPC-Hardware. Das heißt, wir haben hier dreimal ARM-Prozessoren und einmal x86 von Intel. So, was wir uns als erstes mal anschauen sollten, ist tatsächlich die Geschwindigkeit. Das heißt, wie lange brauchen die Geräte zum Runterfahren, wie lange brauchen sie zum Hochfahren? Und sage BlackBerry ausschalten, ich sage Windows ausschalten, ich sage, ups, falsche Seite, iPad ausschalten und das war noch Standby, Touchpad ausschalten. So, drei schwarze Bildschirme und einer, der noch arbeitet. So, aber nach wenigen Sekunden können wir uns darauf einigen, sind alle runtergefahren. Jetzt wird das Ganze spannender. Ich starte mal in der Reihenfolge, in der ich erwarte, dass sie nicht hochkommen. Und zwar mit dem Playbook. Dann starte ich Android. Dann starte ich Windows. Und dann das iPad. So, Windows ist da, tatsächlich als erstes. Da kann ich mich jetzt einloggen. Und das System ist tatsächlich schon hochgefahren. Android ist auch da. Das iPad ist da. Und ich überspringe das Video. Merkt euch mal, 96 Sekunden, gleich geht's weiter. Eine knappe Minute später und das Playbook startet immer noch. Wir gehen noch mal kurz in den Zeitraffer. Und vor wenigen Sekunden, nach knapp 2 Minuten, ist das Playbook dann auch gestartet. Fantastisch. So, was wir uns als nächstes anschauen wollen, tatsächlich, ist der Browser. Wahrscheinlich für viele hier in der Zuschauerschaft die mitwichtigste Anwendung. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit Windows an, weil es die Außenseiterplattform ist, und laden hier mal eine Seite wie Spiegel Online. Das ging, arbeitet noch, so. Jetzt keine fliegende Balken mehr, das heißt, die Seite ist geladen. Was kann ich zum Browsing-Gefühl sagen? Es fühlt sich für Windows erstaunlich gut an. Ich kann hier Pinch to Zoom machen. Ich habe relativ selten diesen Effekt, dass Inhalte nachgeladen werden. Vom iPad 1 noch als Checkerboard-Effekt bekannt. Und interessant, ich habe hier Flash-basierte Animationen. Also Flash wird ganz offensichtlich unterstützt, wobei wir das nachher noch verifizieren. Dann komme ich zum
iPad. Ich mache die Seite jetzt nicht mit Chrome auf, der Browser, den ich gerne benutze, sondern ich öffne ihn mit dem Apple Browser Safari. So, er lädt noch. Fertig. Nein, das möchte ich nicht. Das Laden ging etwas schneller als unter Windows, allerdings Flash gibt es hier natürlich nicht, das heißt, das ist ein statisches Bild. Scrollen funktioniert, wie man das seit dem iPad 2er gewöhnt ist, völlig reibungslos. Zoomen ist mehr oder weniger flüssig. Gut, das stimmt mit dem Banner nicht, ist bestimmt schlecht programmiert. Dann testen wir das Ganze mal auf dem Touchpad, wobei das Touchpad natürlich jetzt kein natives Android-Tablet ist, sondern ich habe das hier selbst drauf installiert. Trotzdem funktioniert es erstaunlich gut und oft erscheinen die frühen Portierungen der Android-Versionen auch mit zuerst für dieses Tablet. Interessant, der Browser hier lädt jetzt die mobile Webseite. Das heißt, ich hätte aber gerne die Desktop-Version. Lädt noch. Na, okay. Aus irgendwelchen Gründen fehlt die Werbung hier komplett. Ich schließe nicht aus, dass ich einen Werbeblock einmal installiert habe. Das Surfverhalten ist im Großen und Ganzen brauchbar. Man sieht ab und zu noch weiße Stellen, gerade wenn man gerade gezoomt hat. Lädt er die restlichen Inhalte erst nach. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch das BlackBerry Tablet an. Auch hier öffnen wir den Browser. Spiegel Online. Und wir haben erstmal kein Netzwerk. Das bleibt aber aus irgendwelchen Gründen jetzt gerade nicht mit dem Internet verbunden. Surfen funktioniert passabel. Ich habe und zu jedoch den Checkerboard-Effekt, der eigentlich aufgrund der technischen Daten unnötig erscheint. Was wir hier haben, ist die Flash-Werbung, die man aber natürlich auch sinnvoll nutzen kann. Jetzt gucken wir uns mal an, wie schnell die Tablets tatsächlich reagieren, wenn ich eine neue Seite lade. Das mache ich jetzt hier mal gleichzeitig. Das war bei allen vergleichbar. Ich glaube, das iPad lag gleich vorne. Das wäre jetzt aber wahrscheinlich kein ausschlaggebender Punkt, um irgendeines dieser Betriebssysteme zu bevorzugen oder auch nicht. Was vielleicht tatsächlich ganz interessant ist, ich öffne hier mal den HTML5-Test, um zu sehen, wie fähig die Browser tatsächlich sind. HTML5-Test.com. Das ist übrigens nicht die Standard-Tastatur, sondern ich habe mir die absichtlich so klein konfiguriert. Test.com. So, die drei Browser liegen ziemlich nah beieinander. Der Außenseite. Das Playbook, auch der kleinste Kandidat im Test, schneidet hier interessanterweise am besten ab.
Wahrscheinlich die spannendste Frage bei mobilen Betriebssystemen ist die nach den Apps. Das heißt, was kann ich mit dem Gerät tatsächlich machen? Hier haben die oberen beiden deutlich die Nase vorne. Ich öffne mal hier Google Play und hier den Apple App Store, die beide sehr gut bestückt sind, wobei man sagen muss, dass es unter iOS, was die Qualität und was die für Tablets aufbereiteten Anwendungen tatsächlich deutlich besser aussieht als an der Android-Front. Auf dem Playbook haben wir eine ganz spannende Geschichte, nachdem das Display kleiner ist und das Betriebssystem auch Android-Apps unterstützt, bieten sich hier ein paar Möglichkeiten, die es unter iOS nicht gibt. Ich öffne mal die App-World, die an sich aber eher mäßig bestückt ist. Und gerade auch nicht wahnsinnig schnell ist. Und unter Windows öffne ich den Windows Store. So. Ich suche jetzt mal beispielsweise nach einer ausgefallenen Anwendung. Zum Beispiel suche ich einen EPUB-Reader, also ein Programm, was mir elektronische Bücher darstellen kann. Da habe ich hier unter Android 1235 Ergebnisse mit dem Suchbegriff EPUB. Die Qualität ist dann natürlich nochmal ein anderes Thema. Ich habe 266 reine iPad-Apps auf dem iPad. Ich habe, die Spannung steigt. Ich habe offensichtlich keinerlei Angebote für Windows. Und ich habe eine Handvoll, er zeigt mir keine Anzahl an. 5 mal 3, 15. Ich habe 18 Apps gefunden fürs Playbook. Jetzt würde ich gerne mal zu jedem noch ganz kurz ein paar Stärken und Schwächen nennen. Was mir beim Playbook sehr gut gefällt, ist die Möglichkeit der Gestensteuerung. Ich habe das komplette Gerät, hat außenrum einen schwarzen Rand, der aktiv ist. Das heißt, ich kann von oben ziehen, um das Menü der Anwendung zu öffnen. Ich kann von unten ziehen, um zwischen Anwendungen zu wechseln. Ich öffne jetzt mal noch eine zweite. NTV und WordPress meinetwegen. Und ich kann dann entweder so zwischen den Apps wechseln oder direkt von links oder rechts. Was mir persönlich sehr gut gefällt, weil das Betriebssystem auch voll multitaskingfähig ist, im Gegensatz zu iOS beispielsweise. So, was haben wir hier an spannenden Effekten? Windows sieht ja ein bisschen komisch jetzt aus. Wer einen alten Desktop will, kann hier unten auf die Kachel drücken. Dann sieht es fast aus wie früher. Allerdings ist es kein brauchbarer Desktop mehr in dem Sinne. Das ist für viele wahrscheinlich bloß eine Notlösung. Das heißt, Ziel wird sein, dass künftig diese Tiles die bisherigen Anwendungen ablösen. Wobei Microsoft da selbst mit Office noch ein bisschen hinten dran hängt. Was tatsächlich gut gemacht ist, ich öffne jetzt, okay, eine sinnlose Anwendung. Ich öffne mal was, zum Beispiel die Kartenanwendung. Und ich habe als einziges Tablet-Betriebssystem hier die Möglichkeit, zwei Anwendungen wirklich nebeneinander laufen zu lassen. Und zwar, indem ich das nehme und dann einen Rand schiebe. Jetzt habe ich quasi ein Drittel des Bildschirms mit der Karte belegt. Und dann kann ich in den linken Teil tippen und sagen, da hätte ich gerne OneNote. Und dann kann ich hier meine Notizen machen, um zum Beispiel den Urlaub zu planen. Auf der rechten Seite kann ich gucken, was ich mir angucken will, und hier kann ich es dann direkt eintragen und ich kann tatsächlich mit beiden gleichzeitig arbeiten. Das gefällt mir sehr schön. Ich kann auch die Größe entsprechend anpassen, was ich wie groß haben möchte.
iOS sollte allen bekannt sein. Es ist tatsächlich das meiner Meinung nach schlechteste Multitasking, was es derzeit gibt, mit diesen Mehrfingergesten bzw. dem Doppeltipp auf den Startbutton. Aber es ist halt hausfrauenfreundlich. Multitasking bei Android sollte mittlerweile auch bekannt sein. Ich habe mehrere Anwendungen, zum Beispiel starte ich hier noch ein Spiel. Und ich habe dann am Tablet hier diesen Windows-Switcher, wo ich die geöffneten Programme sehe und direkt zwischen denen wechseln kann. Wenn es von eurer Seite irgendwie noch Fragen gibt oder Dinge gibt, die ich auf den Geräten ausprobieren soll, kann ich gerne machen. Kommentiert einfach im Video.